Tschüss. Jetzt ist er weg. Wirtschaftsminister Werner Manett, der Politiker mit Wirtschaftskompetenz, erworben als Chef der norddeutschen Affinerie. Vor 9 Monaten, Ministerpräsident Carstensen präsentierte stolz seinen Experten. Doch mit seinem Fachwissen nervte der viele Kollegen. Es gab bald Streit. Vor allem mit Hamburgs Finanzsenator Michael Freitag und Schleswig-Holsteins Finanzminister Rainer Wiegert. Sie sind als Aufsichtsräte verantwortlich für die HSH Nordbank und, glaubt man Manett, sie haben einen schlechten Job gemacht. Die Landesregierung wollte ihm angeblich sogar Sprechverbot erteilen. Jetzt lässt Manett sich nicht mehr den Mund verbieten. Sein erster Vorwurf? Inkompetenz. Das Krisenmanagement in Sachen HSH Nordbank der beiden Finanzminister Freitag und Wiegert nennt er absolut unprofessionell. Auch Experten warnten schon lange, dass Politiker ohne praktische Erfahrungen keine Bank retten können. Solange einem natürlich die langjährige Erfahrung in den Finanzmärkten fehlt, kann man natürlich auch nicht genau sagen, was die Vorstände in ihrer Politik tatsächlich betreiben. Und damit ist die Kontrolle der Bankpolitik, Kontrolle der Risiken, die hier auftreten, praktisch unmöglich. Da fühlte ich mich schon berufen, mein Wissen und meine Fähigkeiten hier in die Waagschale zu werfen. Und das hat nicht jedem gefallen. Und das hat vor allen Dingen der Sachkompetenz von Herrn Wiegert und sicherlich auch von Herrn Freitag in Hamburg nicht gefallen. Sein zweiter Vorwurf, Fehlentscheidungen. Manett kritisierte in Arbeitspapieren das Krisenmanagement bei der HSH, insbesondere die Vorlage für das milliardenschwere Sanierungskonzept. Wenn man diese Vorlage studiert, dann, und das habe ich damals auch artikuliert, erfüllte die noch nicht mal die Mindestanforderung, die man für einen Kleinkredit erforderlich machen würde. Sein dritter Vorwurf, Täuschung. Die beiden Finanzminister Wiegert und Freitag hätten wichtige Informationen zurückgehalten, die Lage der Bank schön geredet und Versprechungen nicht eingehalten. Die Kritik stößt auf Unverständnis. Herr Manett sagt ja insbesondere, dass er keine Informationen bekommen hat. Das ist schon allerdings ziemlich starker Tobak. Zumindest hat Manett die Lage klar angesprochen. Inkompetenz, Fehlentscheidungen und Täuschung. Der Mahner geht, die HSH-Misere bleibt.